Bruder Richard, du bist seit 1978 in Taizé, in der ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich und jetzt da in Busan bei der Vollversammlung vom Ökumenischen Rat. Ein erster Eindruck, was ist für dich bis jetzt am wichtigsten gewesen hier? Am wichtigsten ist ganz sicher, dass man viele Leute begegnet und in Gesprächen sich wiederfindet, weil man sich schon kennt, weil man sich schon gesehen hat. Oder auch ganz neue Leute erkennen von anderen Ländern und etwas kann austauschen von dem, was uns wichtig ist im Glauben, im kirchlichen Leben und überhaupt im menschlichen Leben. Ja, wir haben schon vor ein paar Wochen eine Anfrage bekommen von Genf, vom Ökumenischen Rat, ob wir nicht am Ende von der Unity Plenary, also von der Versammlung über die Einheit von Christen, könnte Ubi Caritas singen. Und nachher sind wir ein kleines Gespräch gekommen und haben nachher gedacht, wir könnten eben zusammen das Lied singen und einen kurzen Bibeltext lesen, ein Gebet, und noch einmal ein zweites Lied singen, dass es so ein bisschen ist wie ein Gebet, das ist. Der Veranstalter oder von denen, die den Morgen haben vorbereitet haben, das war ihr Anliegen, dass man nicht diskutiert einfach über Einheit, sondern zusammen die Einheit erbittet. Also es war auch schon vorher ein Teil von Gebet in der Versammlung und dass das Ganze abschließen mit dem gemeinsamen Singen, gemeinsamen Beten, das uns schon vereint. Ich hatte jetzt das Gefühl, die Sprache von Taizé ist eigentlich die einzige Sprache von Ökumene, die weltweit verstanden wird. Ja, ich weiss das nicht, ich kann das nicht so beurteilen, aber es stimmt, wir haben ja fast nichts gesagt. Wir haben ja Sprache, das heisst, wir sind am Boden gehockt oder knäulen zusammen mit den Stewards. Das muss man noch vielleicht betonen, sie sind von allen Kontinenten, sie junge Leute, die den einen Satz haben gelesen aus dem Evangelium. An dem die alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander gerne habt. Und die Sprache doch von Bescheidenheit, hätte ich gesagt, vielleicht, dass man einfach zusammen vor Gott ist und dass wir, sonst ist es ja so, dass gegen jemanden auf die Leute schaut und die Leute schauen auf jemanden. Und in diesem Augenblick haben wir alle auf eine Ikone geschaut, das heisst, symbolisch sozusagen Gott zugewendet, dass wir alle Gäste sind bei Gott. Und das ist vielleicht das, was irgendwie es ermöglicht, vielen ermöglicht, dabei zu sein. Zwei Töne hat er angestimmt und nachher haben alle mitgesungen. Ja, und das ist natürlich, was hier jetzt eine ganz grosse Rolle spielt, ist, dass die Lieder, wir singen die seit
30, 40 Jahren. Wir haben ein bisschen ältere Lieder gesungen, Ubi Caritas und Laudate Omnes Gentes. Und die Lieder haben Zeit gehabt, zu wandern, sozusagen über die ganze Welt. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass nichts Dauerhaftes kann stehen ohne Ausdauer. Und das ist vielleicht auch ein Anliegen, das wir von Tese oder eine Gabe vielleicht, die wir hier einbringen können, hier sagen, es ist nicht einfach eine Versammlung, es ist nicht einfach ein Event, sondern es ist ein lebenslanges Engagement gesehen von den ersten Brüdern von Frère Roger, von den Brüdern Rietz, von den jungen Leuten, die kommen und gehen. Und ich glaube, die Kontinuität ist etwas ganz Wichtiges, auch wenn wir etwas wirklich aufbauen wollen, was uns zusammenbringt. Ich bin Oriolik, wo sind also Mogiolinen? Wir haben Katzi, sind also Mogiolinen, Katzi, die Dolpe. Wir haben Katzi, die Dolpe. Wir haben diese Bangschi, die Dolpe. Nase, 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 die Dolpe, die Dolpe, die Dolpe. Ich habe die 10 Minuten gehabt. Wir haben die Panagia am Kopf. Wir haben die Panagia am Kopf. Wir haben that the language of Tese is the ecumenical language worldwide. I agree with you. I feel in the same way, and especially because there is no specific language, no specific culture, no specific people. There are people, you know, and I like the way they do using Latin, being the language of no one. So it is representative. So in that sense, I'm not singing my language. I'm singing the language that is our language now, because it doesn't represent a specific people, a specific culture. And that is really something to teach us, to say to us, not to find a language that is from nowhere or no one, but in terms of being open to make this my own, you know. I'm making Latin as my own language. Of course, Tese doesn't sing only Latin, but most of the time in Latin, and I admire that. Vamos, bebamos, nos vamos juntando, las mesas partidas, mejor compartidas, comamos, bebamos, nos vamos juntando.